Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mit dem Wochenspruch begrüße ich Sie ganz herzlich zum Gottesdienst am vierten Sonntag nach Trinitatis in unserer Dreifaltigkeitskirche. Der Wochenpsalm ist diesmal Psalm 42. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott?
Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und mit Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Predigttext steht im Buch Genesis im 50. Kapitel. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheiten vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten deines Gottes, deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen und es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen.
Wir beten, gnädiger Gott, dankbar sind wir dir dafür, dass wir unsere Sorgen bei dir loswerden können. Dankbar sind wir dir dafür, dass wir unsere Fehler bei dir eingestehen dürfen. Dankbar sind wir dir dafür, dass wir unsere Schuld bei dir abladen können. Hilf uns, dass unsere Dankbarkeit nicht bei dir stehen bleibt, sondern sich wandelt und zur Nächstenliebe wird, mit der wir unseren Mitmenschen begegnen wollen. So soll schon jetzt Wirklichkeit werden, was du uns für deine Zukunft zusagst: Versöhnung und Frieden. Amen. Vergeben, was ist das ein seltsames Wort? Was hat vergeben mit dem Verb geben zu tun? Wer gibt hier wem etwas? Der Begriff verzeihen ist mir da einleuchtender. Zeihen kommt von zeigen, zuweisen, also jemandem einer Schuld zeihen, sie anzeigen, beschuldigen. Wer verzeiht, nimmt die Anklage, diese Schuldzuweisung zurück. Der Beschuldigte muss keine Konsequenzen, zumindest keine Bestrafung fürchten. Doch worum geht es bei der Vergebung? Oder ist das nur ein anderes Wort für denselben Sachverhalt? Die Brüder Josefs bitten um Vergebung. Bitte vergib doch deinen Brüdern ihre Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. Ihre Bitte ist mehr als angebracht, ja, im Grunde genommen schon unverschämt. Schließlich haben sie ihren Bruder verraten und verkauft, und das im wahrsten Sinne des Wortes, und damit nicht genug. Sie haben ihren Vater darüber hinaus im Glauben gelassen, sein Sohn Josef sei eines grausamen Todes gestorben und tot. Gleich zwei Menschen haben sie damit großes Leid angetan. Damals hing das Leben ihres Bruders von ihrem Wohlwollen ab. Nun ist es umgekehrt. Josef hält das Wohl seiner Brüder nun in seinen Händen. Wie Josefs Reaktion beschrieben wird, ist bemerkenswert. Jeder unter uns hätte Verständnis dafür, wenn es zu einem Wutausbruch kommen würde. Wenn Josef seine Brüder beschimpfen und ihnen drohen würde. Doch er weint.
Man stelle sich diese Szene einmal vor. Da knien 11 Männer und der Saal ist erfüllt von dem Schluchzen ihres nun so mächtigen Bruders, der jetzt aber seine Tränen nicht zurückhalten kann. Wer weiß, was in Josef in diesem Moment vorgeht. Vielleicht fällt nun all das ab, was sich die Jahre über aufgestaut hat. Die Angst um sein Leben, die Enttäuschung über seine Brüder, seine Wut über so viel Unverfrorenheit und Bosheit, seine Sorge um die eigene Zukunft. All das bricht sich nun Bahn und fließt in die Tränen, die er weint. Und dann kommt dieser unerwartete Satz: Fürchtet euch nicht. Wir kennen diesen Satz von den Boten Gottes, von Propheten, vom Menschensohn, ja, von Gott selbst. Und nun eben auch und an sehr früher Stelle in der Bibel von Josef. Er spricht es nicht aus, aber in ihm liegt die Vergebung, die seine Brüder erbitten. Ja, Josef vergibt, aber er vergisst nicht. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Auch dieser Satz ist bemerkenswert. Er muss bei seinen Brüdern wie ein Messerstich gewirkt haben, der eine alte Wunde wieder schmerzen und bluten lässt. Ja, sie gedachten tatsächlich, ihm Böses zu tun. Josef spricht diese Schuld aus, aber er weiß auch, dass die Rache nicht sein ist. Bin ich denn an Gottes Stelle? Josefs Frage beantwortet meine: Was meint Vergebung? Mir wird klar, Josef gibt tatsächlich etwas ab. Er verzichtet nämlich darauf, sich zu rächen. Und seine Wut, seinen Zorn überlässt er in Gottes Hände. Im Römerbrief wird Paulus später das 5. Buch Mose zitieren, wo dieser Verzicht in einem einzigen prägnanten Satz verdichtet wird. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ob und in welcher Weise er dies dann tatsächlich tut, das bleibt ihm allein überlassen. Nur der Mensch hat sich dabei zurückzuhalten. Vergebung wird so zu einer Befreiung für beide Seiten, für die schuldig gewordenen und für jene, die unter dieser Schuld gelitten haben. Sie eröffnet für beide eine neue, sogar eine gemeinsame Zukunft ohne die schmerzvolle Geschichte, die beide miteinander verbindet, auszublenden. Doch die Schuld steht nun nicht mehr im Wege, sondern sie und ihre Konsequenzen werden nun in die Hand eines anderen gegeben. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wird diese Bitte am Kreuz aussprechen, lange nach der Geschichte um Josef und seine Brüder. Josefs Geschichte aber wirft somit einen langen Schatten auf Golgatha und weist darauf hin, wie der Mensch nach Gottes Willen mit Schuld und mit Vergebung umgehen soll. Gelänge es uns nun, diesem Weg zu folgen. Ich bin mir sicher, diese Welt wäre dann auch eine andere. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.
Wir wollen Fürbitte halten. Barmherziger Gott, du versöhnst, wo wir streiten. Du gibst Frieden, wo wir Krieg führen. Du befreist, wo wir Mauern bauen. Darum wenden wir uns an dich, bitten dich um deine Hilfe, deinen Trost, dein Wort, wo wir mit unseren Möglichkeiten Frieden und Versöhnung und Befreiung zu schaffen, scheitern. Lass uns immer wieder die Geschichten hören, die davon erzählen, dass kleine und große Wunder möglich sind, und lass sie zu unseren Geschichten werden. Lass deine Liebe, die du uns durch deinen Sohn Jesus Christus gezeigt hast, zum Beweggrund unseres Redens und unseres Handelns werden. Und mit den Worten Jesu Christi bitten wir nun miteinander und füreinander: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin im Frieden des Herrn. Und der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Thank you.